Und zwar jetzt ganz kurz. Sie sich bitte vorstellen? Ach, mein Name, Entschuldigung. Sabine Kutter-Wagner. S-Bahn-Fahrerin zuweilen, nicht nur, muss ich zugeben. Okay, Frage an beide Herren. Was mich sehr interessiert an dieser ganzen Geschichte und seit 2 Jahren schon, wie erklären Sie sich plötzlich ja dieses Bürgerinteresse? Ja, woran liegt es, dass jeden Montag immer wieder Tausende nach in Stuttgart oder nach Stuttgart fahren, um dort zu sagen, das passt uns nicht? Woran liegt es? Was meinen Sie? Und das ist jetzt eine echte Frage, weil ich denke, es führt über Stuttgart 21 hinaus, was wir hier diskutieren. Woran liegt das? Und Sie könnten sicherlich... Ja, das die Frage ist angekommen, Herr Dietrich. Ja, aber die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der Frage, wie hat man über das Projekt informiert, und wenn wir vorher Fehler gesprochen haben, es war sicherlich ein Fehler, dass wir ab dem Moment, wo die Projekte dann oder das Projekt legitimiert war, finanziert war, auf der Reihe war, sage ich mal, bis zum Baubeginn nicht die Informationspolitik betrieben hat, die für so ein Projekt gehört. Das ist sicherlich ein Fehler, der gemacht worden ist. Und dann ist das Ganze eskaliert in einer Form, die sicherlich außergewöhnlich war. Allerdings muss man das, was jetzt gerade passiert, ich spreche jetzt von der Phase, die war letztes Jahr um diese Zeit, beziehungsweise ein bisschen früher, als er mit den echten Bauarbeiten begonnen hat. Was jetzt gerade passiert, dass da 2.500 Menschen oder manchmal auch 3 oder 4 auf der Straße sind, ist, muss man einfach mal sagen, ist, glaube ich, ein Phänomen, was in der Tat mit 23 gar nichts zu tun hat, sondern das ist einer allgemeinen Stimmungslage geschuldet, wo man letztendlich beginnt, ein jetzigen parlamentarischen Demokratiesystem zu zweifeln, aus welchen Gründen auch immer, man will die Bürgerbeteiligung forcieren. Ich glaube, dass dieses ganze Gebilde, das kann man jetzt, bin kein Analytiker, das im Detail analysieren kann, aber das ist meine Meinung dazu, die ich aber hier nicht im Detail äußern will, sondern ich glaube in der Tat, das ist das eine Thema. Das zweite Thema, und das sieht man auch in den Umfragen, es kann natürlich rein in eine Landtagswahl, wo in dieser Landtagswahl natürlich, das ist legitime Demokratie, eine Oppositionspartei eine Chance gesehen hat, wie gesagt legitimiert, das will ich gar nicht in Frage stellen, die als solches Thema zum Wahlkampfthema zu machen. Und warum ich das sage, und das sieht man auch daran, dass dadurch natürlich eine weitere Eskalation passiert ist. Es aufzuteilen, wie viel Prozent von was, kann ich nicht sagen, aber was ich trotzdem mal dazu noch sagen möchte, man sieht es auch momentan, vielleicht geht es den meisten vorbei, wenn sie nicht in Stuttgart leben. Die Stadt Stuttgart hat ja sich verpflichtet, die Diskussion über die Gestaltung dieser 100 Hektar, wie viel Park man da macht, wie man das gestaltet, hat die ja ein Dialogforum Rosenstein gegründet. Und was ein interessantes Phänomen ist, und das muss ich wirklich mal sagen, da zweifle ich manchmal, ich bin ja auch der Meinung, mehr Bürgerbeteiligung muss man machen, die Leute früher einbeziehen in Beschlüsse, bin ich vollkommen der Meinung der Mehrheit der Bevölkerung. Die Frage ist nur, wenn man es dann macht, und die Resonanz anschaut, ist es leider beschämend. Ich sage Ihnen mal was. In der höchsten Phase der Eskalation letztes Jahr, November, Dezember, wo Tausende auf den Straßen waren, als dann dieses Dialogforum eingerichtet worden ist, waren da gerade mal im Rathaus 300, 400 Leute. Und als dann anschließend noch Bayern gegen Schalke Fußball gespielt hat, waren vielleicht noch 100 da. Das heißt, das Interesse offensichtlich ist dann, wenn es darum geht, leider nicht so groß, wie es immer dann ist, wenn es zu spät ist. Woran liegt es, dass jetzt dieser Protest hochkommt? Ich glaube, dass die Bürger jetzt einfach spüren, dass hier eine Grenze überschritten ist. Wir haben bei bisherigen Bahninvestitionen pro Minute Fahrzeiteinsparung von 20, 30 Millionen Euro, wenn Sie Berlin, Hamburg sehen, so einer, da hat eine Minute Fahrzeitverkürzung 10, 20 Millionen gekostet. Das hat man noch für gut gefunden, man spart da Zeit und die Bahn ist effektiver.
Jetzt kostet diese Strecke aber 200 Millionen Euro, um eine Minute schneller zu fahren. Und jetzt wachen die Bürger auf und stellen die Sinnfrage, ist es wirklich sinnvoll, dass 200 Millionen mehr Verschuldung auszugeben, je eine Minute schneller nach Ulm zu fahren. Und da muss man sagen, jetzt gibt es einen Teil der Bürger, ob es ein Drittel oder die Hälfte sind, kann man diskutieren, die sagen, das ist nicht der Sinn unserer Steuerzahlen, unseres Staates, dass wir in dieser Weise das Geld investieren. Und das ist auch für mich ist es die einzige Strecke, wo ich dagegen bin. Ich muss ausdrücklich sagen, dass ich für andere Neubauprojekte der Bahn intensiv gekämpft habe. Ich habe intensiv für den ICE gekämpft, alles. Und dass ich hier sage, hier wird eine Grenze überschritten. Und ich glaube, das können alle nachvollziehen, dass man so etwas sagt bis hierher und dann aber ist das nicht mehr sinnvoll. Ja. Ja, mein Name ist Roland Balmer, nicht zu wechseln mit dem Remstar-Rebellen. Ich bin ein Weicher. Und zwar meine Frage an Sie, Herr Dietrich. Sie sagen, dass das Nutzen für den Bürger bringt. Was ist mit den Behinderten, mit den Rentnern, mit den alten Leuten? Die Gefahren im Tiefen. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Wie kann man ein Projekt unterstützen, das eigentlich mehr Energie verschlingt und weniger Nutzen hat? Ja, wir sind doch. Okay. Das ist doch bewiesen, dass dieses Projekt mehr Energie verschlingt. Die zwei Fragen sind, wie kommen? Also diese Analyse, dass es mehr Energie verschwendet, mich sehr interessieren, ich kenne die nicht. Also, das ist so, ich kenne die nicht, das ist eine Behauptung, die sind raus. Und allein der Tiefbahnhof. Das ist eine Behauptung, die nicht mehr bei dem Fall ist. Zum Thema Behinderte. Es gibt in den Planfeststellungen bzw. in den Genehmigungsverfahren, sowohl vom Regierungspräsidium oder vom Eisenbahnbundesamt, ganz exakte Vorschriften, wie behindertengerecht ein Bahnhof auszusehen hat. Und eine Baugenehmigung und eine Genehmigung für den Planfeststellung hätte die Bahn niemals erhalten, wenn sie nicht diesen Regelungen entsprochen hätte. Punkt Nummer 1. Darüber hinaus haben wir letztes Jahr im Herbst begonnen, eine Initiative zu machen mit einem Verband, DABP heißt der, das ist ein Verband der Behinderten, für die Behinderten, wo Experten sitzen, die sich um die Bautechnischen, die Ingenieure sind und Architekten sind, für Behinderte kümmern, speziell auch in der Umbauphase, wo es in der Tat, wo man besonders darauf achten muss, nicht wenn der Bahnhof fertig ist, sondern in den Jahren, wo eben gebaut wird im Bahnhof, wo in der Tat auch größere Behinderungen zu sehen sind. Wir haben mit dieser Organisation jetzt zwei Veranstaltungen gehabt, im Rathaus in Stuttgart, mit mehreren hundert Teilnehmern. Wir haben einen Fragenkatalog von denen bekommen. Der Fragenkatalog ist zu 40-50% abgearbeitet. Alle Fragen, die über die Vorgaben des Bundesamts hinausgehen. Wir haben erst vor letzte Woche von denen gehört, dass sie bisher sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis. Wenn nicht, gebe ich ihnen die Adresse und frage sie direkt. Die Bahn hat sich intensiv bemüht, diese Vorgaben dieser Institution zu berücksichtigen. Und wie sie denn damit umgeht, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, genau da war die Bahn bereit, über die Vorgaben des Bundesamtes, Bundesamtes hinaus, mit diesen Leuten zu sprechen. Wohlgemerkt, speziell für die Frage, wie behindertengerecht ist der Bahnhof in der Umbauzeit. Ja, sag das. Okay. Ja.